er jetzt aber. Ach, wie schön, ein... Oh. Oh. Ah ja. Aber wir müssen alle reinschieben, okay. So, dann würde ich mal sagen, der kommt da nach oben. So. Dann würde ich mal sagen, der kommt mal kurz da und da laufen wir da nach unten. Okay, ja, ja, gut. Also die Schieberesel, die waren schon mal schwieriger, muss ich sagen. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren. Aber tue ich gerade. Diese scheiß Schieberesel, die sollten wieder schwerer werden. Nee, natürlich nicht. Komm, das passt schon so. Alles gut so. Hey, düdüdüdüdüdüd. Ach, hey. Ah, sieh an, wieder ein toller Strömgenerator. Also ich würde mal sagen, das Ding drehen wir so, dann drehen wir das so, dann drehen wir das auf jeden Fall so. Ist so klug, ich habe keine Ahnung. Komm, das drehen wir auf jeden Fall mal so und das drehen wir auch so. Dann kommen wir hier dann nach unten. Wo haben wir denn noch? Hier ist noch ein... So. Gut, dann einmal da nach unten. Ja, da drüben, da werden wir ja wohl noch irgendwie runterkommen, oder? So, zack. Und diesen da und diesen da und nein. Huch. So. Den da. Ah ja. Moment. Wir müssen da einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Oh. Hä? Okay, ich muss da so offensichtlich. Ja, machen wir es eben so. Auch okay. Tada! Okay, und es ist nur noch eine Energiebarriere frei. Da. Nicht frei. Ihr wisst, was ich meine. So, und juhu, wir sind wieder draußen. Ja, einmal zerstören, bitte. Zerstören, bitte. Ich laufe hier einfach herum, um zu gucken, ob hier eine Kiste ist. Ihr wisst ja. Ihr kennt ja das Vorgehen. Oh, hier ist keine Kiste. Wie unerwartet. So. Zack. Und nochmal. Hier. Und da auch. Da, 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 da. Das machen wir kaputt. Das machen wir kaputt. Bei epischer Musik natürlich alles. Ja, all das bei epischer Musik. Oh, wir kommen hier nicht durch. Ah doch, natürlich. Ich gehe trotzdem. Oh, nein, nein, bitte. Achso, ja, es ging noch. Okay. Wir gehen trotzdem außen rum. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. So. Ui, Totenschädel, schön. So, das Ding machen wir auch hin. Zack. Ah, verdammt. Action-Musik! Action-geladene Action-Musik! Yeah! Ja, sorry. Aber es ist doch wohl voll die Action-Musik, ne? So. Und rein da. Wo sind wir jetzt? Ach ja. Schön. Da ist zu. Müssen wir da drüben gehen. So. Immer schön mit meinem Feuerstrahlzauber, ja. Weil der halt einfach auch wegbomben kann, deshalb ist der ganz praktisch. So, da ist mal ein Schalter. Machen wir den da auf, okay. Oh nein, es sind Spinnen. Hilfe! Lass mich in Ruhe, scheiß Spinnen. Aber diese Spinnen, die sind ja überhaupt nicht nervig, ne? So, nach unten, okay. Nein, mehr Spinnen. Lass mich in Ruhe. Alter. So, jetzt reicht's mir aber. Sterbt, ihr Spinnen. Und Totenschädel. Juhu. 160 von 20. Fast 160.
Moment, ich rüste wieder meine Schnellstiefel aus. Einfach nur, weil die manchmal wirklich hilfreich sind. Wow, da wäre es jetzt beinahe tot gewesen. Es wäre beinahe der Tod für mich gewesen, doch nur beinahe, weil ich bin noch gut ausgewichen und habe es gut geschafft. So, Schlitz. Ach nö, ernsthaft? Nein! Ja, toll. Haben wir ja wieder gut hinbekommen. Na komm, bau dich nach, bau dich nach. Ui! Ich Trottel. Mach ich zweimal denselben Fehler. Sacker! Und hoch da, und hoch da. Nein! Ja genau, danke. Danke, lieber Totenschädel, du hast mir geholfen zu überleben. Oh oh, nein! Verdammt, ich hätte drücken sollen. Scheiße! Schade. Hui, Schlitz. Nein. Nein. Autsch. Nein. Bitte. Boah, das war... Nein, verdammt. Ich hätte es fast geschafft. Ja, gar nicht nervig, diese Szenen. Diese Lauf doch hier rum Szenen. Autsch, danke. So. Ich Trottel. Ja, da war ich jetzt selber schuld. Ich war zu angespannt. Es ist so spannend hier. Sterbe ich jetzt vom dauernden Runterfallen? Nein, 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 nein. Scheiße, jetzt ist das Timing ein anderes, oder? Nö, geht sich aus. So. Ja. Eieiei. Ja, gut, haben wir geschafft. Du kannst mir nichts antun, Spiel. Ich schaffe alles. So. Nämlich auch das zu zerstören, das zu zerstören, das zu zerstören und... Oh. Ach Gott, ja, dann zerstören wir das auch noch. So. Hey. Ah ja, Teleport. Okay. Sind das Laserschwerter? Ja, offensichtlich, ne? Ja, Brüssel, Teleport. So. Ach komm, sterb. Achso. Sterbt doch einfach alle. Danke. Ach hey. Hui. Ein lustiges Teleportspiel. Toll. Moment. Hui. Aha. Zerstört. So, wo geht's da hin? Ah, ich muss wahrscheinlich... Muss ich alle zerstören? Spinnen. Ich hasse Spinnen. Vor allem, das ergibt natürlich alles wieder überhaupt keine Logik, diese Teleporter. Mal hier. Ah ja, jetzt sind wir wieder da, okay. Ich war hier mal nach rechts. Ah, das hin. Hilfe! Ich stecke fest. Ja? Spiel? Ja, sorry Leute, ich stecke gerade fest. Ich kann nichts mehr machen. Toll! Okay, ist ein Bug. Super. So, müssen wir leider einmal das Spiel verlassen. Zurück zum Hauptmenü. So, ja gut, es hat keiner gemerkt. Lady war nun nahe am Ende der Festung. Ja, Kampf mit Krokus, bla bla bla. Wie scheiße war das jetzt? Jetzt bin ich einfach festgesteckt. Sollte vielleicht doch die Gegner töten. Und toll, ich kann die Geister nicht mal mit dem Blitz treffen. So. Oh. Was für ein blöder Fehler. Hängt sicher mit diesen blöden Spinnen zusammen. Na, ist egal. Müssen wir halt den Spaß nochmal machen. Haut ab, ihr nervigen Spinnen. Und vor allem auch ihr Geister. Oh, verdammt. Da rein. Ah ja, da waren wir auch noch nicht. Ich meine, vielleicht muss ich ja wirklich einfach alle Gegner töten. Moment, ich versuche mal alle Gegner zu töten. Bleibt dabei. Da merken wir uns, da kommen wir da nach unten hin, okay. So, gehen wir da nach oben. Ich will doch nur nach oben. Hier nach rechts. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Nett. Moment. Nein! Ah ja, toll, jetzt sind wir hier unten. Was passiert, wenn wir da nach unten gehen? Hui!
Sind wir da? Gehen wir da nach unten? Ah ja. Ah! Spinnen, ich hasse Spinnen. So, komm, wir müssen einen Heiltrank trinken. Oder ich glaube, wir gehen doch in den nächsten Raum. Ohne Umschweifen. Wo war das jetzt? Hier nicht? Nein, hier vielleicht? Da, dann hier, oder? Ja, genau. Sehr schön. Ja, komm, geh mal weiter. Ja, es müsste nicht schon passen. So. Ah, die letzte Energiequelle. So, einmal den da. Machen wir den da. Machen wir den da. Ich habe das Gefühl, dass wir hier echt fast alles brauchen. Kann das sein? So. Also fast alles. Komm, wir machen den da, weil da haben wir mehr davon dann. Gut, der Strahl geht ja sowieso. Obwohl, wir könnten den da so machen. So. Ja, es hilft eh nur so. So. Dann haben wir den gepackt und dann haben wir den noch. Dann bräuchte ich nur mehr noch den. Ach, das ist jetzt doof. Moment, ich packe das einfach mal von der anderen Richtung aus an. Ach ja, ja gut, machen wir so. Auch okay. Und wir haben das Ding deaktiviert. So, kommen wir jetzt irgendwo raus. Da kommen wir weiter, ne? Sind wir jetzt wieder im jetzt sind wir wieder in der Anfangshalle. Ach, cool. Ja, netter Tempel. So, aber jetzt kommt der letzte Gegner. Wahrscheinlich. Oh, oh. Elektrizität knistert durch die Luft, als unsere Heldin vor dem finsteren Thron trat. Jetzt geht's ab, Opa! Das große Finale! Du, ich dachte nie, dass ich mal eine dumme kleine Ritterin genauso hasse wie meinen Bruder. Obwohl es meine mächtigen Zauber waren, die das Königreich all die Jahre absichert, verehrte das gesamte Königreich immer nur Orchidee. Vielleicht hätte ich netter zu den Leuten sein sollen und ihnen nicht so unwürdige persönliche Besorgungen meinerseits auferlegen sollen. Aber trotzdem! Ha! All das wird keine Rolle mehr spielen, wenn ich endlich meinen Bruder entthront habe und das Königreich mein ist. Du, junge Ritterin, wirst die Erste sein, die niederkniet vor mir, dem Hexenkönig Krokus. Nö, das glaube ich nicht. Blitz! Haha! Oh, frissen, frissen, frissen! Blüm, blüm! Wow! Nein! Oh mein Gott! Wir kommen hier nur durch gewisse Dinge durch. Ja, komm jetzt runter wieder, du Feigling. Muss ich die zurückschleudern? Ah, die muss ich zurückschleudern. Ach, gucke mal. Was für eine kreative Spielmechanik. Könnte mich auch einfach unbesiegbar machen. Das wäre dann noch einfacher. Stirb einfach, Krokus. Krokus der Krokuide. Oh mein Gott! Hilfe, es sind die Fenster rausgebrochen. Was für ein actionreicher Kampf. Er schießt Laser. Einfach so. Der darf das nicht. Wieso darf der Laser schießen? Oh. Kann ich die zurückschleudern? Nö. Einfach ausweichen. Das schaffe ich. Stirb dann einfach bitte irgendwann mal. Krökuschen. So, komm, 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 komm. Du hast mir gar nichts. Oh, doch, du hast mich gebrisselt. Verdammt. Ein mächtiger Hexenmeister. Besiegt von einem primitiven Rekruten. Verflucht sei die Ritter. Verflucht sei mein törichter Bruder. Verflucht seist du, Lilly. Wie jetzt? Das war's? Tja. So wurde der Hexer Krokus besiegt und konnte nie wieder einen bösen Zauber auf eine lebende Seele richten. Jo, das Blütenkönigreich hat endlich wieder Frieden. Dann lass das Fest beginnen. Oh. Wir haben es geschafft, weil wir sind Lilly.
Unser Königreich steht ewig in eurer Schuld. Bitte nehmt dieses königliche Armband als Zeichen der Dankbarkeit eures Königs. Möge es euch behilflich sein bei der Läuterung des Landes vor dem Bösen, das dank meines Bruders noch immer lauert. Jo, lang lebe Lilly, die Heldin des Blütenkönigreichs. Ta-da-da-da! Und so endet die Geschichte von Blossom Tales, The Sleeping King. Die Geschichte fand ich toll, Opa. Sie war richtig tapfer. Ja, sehr. Lilly zeigte uns, dass selbst wenn Dunkelheit regiert, jeder ein Held sein kann. Alles, was man braucht, ist Tapferkeit. Und eine Menge Herz. Achso, das hat sie gesagt. Also, welche Geschichte gibt's als nächstes? Ohoho, seid brav morgen und ich erzähle euch eine andere vor dem Schlafengehen. Doch für heute geht's erstmal in die Falle. Okay, gute Nacht, Opa, und danke für die tolle Geschichte. Ja, der Opa schläft auch gleich ein. Oh. Huch. Was war das jetzt? Ende. Ja, und das war jetzt also Blossom Tales, The Sleeping King. Was für ein schönes Spiel, ja. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht eigentlich. Denn das ganze Spiel lang hat es richtig Fun gemacht, ja. Und es ist... Oh, vom Schwierigkeitsgrad her hat es eigentlich auch gut gepasst, bis auf den Endgegner, der war jetzt echt, echt lame, ja, ich habe keinen einzigen Trank gebraucht, aber sonst, ja, es war echt richtig schön, schön designt, die Welt echt cool und, ja, was soll man sagen, wenn es ein Teil 2 irgendwann mal gibt und ich gehe davon aus, weil sonst würde das nicht so einen komischen Untertitel haben, dann spiele ich den natürlich. Guck mal, der Thomas Kern und der Philipp Döschel, das hört sich ja alles sehr deutsch an. Ist das ein deutsches Spiel, oder? Ein österreichisches vielleicht sogar? Man weiß es nicht genau. Aber echt, ja, ein cooles Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Richtig, richtig schön. Ja, der Patrick Bus hat ein paar Mapping-Fehler übersehen, aber sonst richtig guten Job gemacht, ja. Top-Leistung. Alexandra Kötting und Jung-Ming Lee. Ja, schön. Also die Bettina Noglik, Dominik Eicher, Hanier Arioman Fahrt, Michael Kettenbach, Nick Hummert und Umay Ashraf Butt, wie auch immer, weiß man nicht. Ja, das waren die QA-Tester. Und hier noch ganz viele andere schöne Namen, wie der Markus Girl zum Beispiel. Ja, gut, hier das Lokalisierungsteam auf Spanisch, Miguel Vidauer. Und sonst gibt es eh nichts. Achso, Deutsch, Jonas Bock, Alexandra Kötting, okay. Französisch der Kevin Bernier, ja. Ja, gut, und ihr könnt ja eh selber lesen, aber nochmal zu meinem Fazit, also wirklich, ja, danke fürs Spielen. Ich bedanke mich für dieses tolle Spiel bei euch, liebe Entwickler. Und ja, ich kann es nur jedem raten, der Zelda mag, kauft euch bitte dieses Spiel und spielt das. Auch wenn ihr jetzt viel schon gesehen habt, oder eigentlich das meiste gesehen habt hier in meinem Let's Play, es macht selber Spielen echt Spaß, ja. Es fühlt sich echt gut an, es fühlt sich richtig an. Ja, und ich kann eigentlich nichts Negatives zu dem Spiel sagen. Wirklich nicht, das hat Spaß gemacht. Ja, war toll. So, speichern. Und wir sind wieder beim Startbildschirm. Können wir jetzt noch was machen? Optionen? Haben wir jetzt neue Optionen? Grafik. Spielen? Ja, ich könnte hier nochmal spielen, genau. Und jetzt haben wir hier ja ein so ein tolles Ding. Lilly wurde nicht einfach zur Sturmhockring nach den Sieberüberkrokus. Keineswegs, das sagt der Opa. Es gab noch eine Menge zu tun, überall in ihrem wunderbaren Königreich. Wie zum Beispiel noch mehr Geheimnisse aufdecken oder Menschen in Nöten helfen. Erzähl, Opa, ich will nicht, dass die Geschichte aufhört. Ja, wir haben leider nichts mehr zu tun, aber wir haben hier ein neues Item. Mit dem können wir uns einfach von überall teleportieren. Wir müssen also nicht auf die blöden Teleportsteine hoffen. Aber wir haben sonst eigentlich nichts mehr zu tun. Wir haben alles schon zu 100% geholt. Wir haben alle Items gefunden. Da unten, das sind ein paar leer, weil da bei dem... die paar Sammel-Items könnten da noch hingehören, wie die Schriftrollen zum Beispiel und so. Ein paar andere Dinge vielleicht noch. Aber naja, es ist nicht, ja, leer. Gut, ja. Ein paar Waffen haben wir selten verwendet, wie das da und das eigentlich auch selten, aber naja, gut. Aber wie gesagt, alles in allem ein schönes Spiel und ich beende es jetzt nochmal und bedanke mich nochmal fürs Zusehen und... Oh, Freude! Deine Mission ist vollendet! Genau, und mit diesen Worten
verabschiede ich mich auch für dieses Projekt und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt wieder, wenn es wieder heißt Let's Play irgendein anderes Projekt. Danke fürs Zusehen, Leute. Euer DieCloud23. Tschüss.